Ja, Hofrat Aitner, früher als geplant, als gedacht, wurde Cell-Broadcast-AT Alert quasi jetzt schon eingesetzt. Was kann man aus den bisherigen Erfahrungen eigentlich jetzt mitnehmen? Ja, es ist richtig. Wir haben Cell-Broadcast eigentlich in der Probephase schon im Echteinsatz gehabt in der Steiermark, und zwar 8-mal. Und wir haben durchaus positive Erfahrungen mit dem System sammeln können. Nicht zuletzt jetzt am 5.10. bei der Sirenenauslösung, als wir es ja österreichweit sozusagen zum Einsatz gebracht haben, und wo wir von 1900 Bergrettern Rückmeldungen erhalten haben über die Funktionstüchtigkeit. 99% der Handys, die dort angespielt wurden, haben tatsächlich eine Nachricht erhalten. Das ist also ein sehr toller Wert. Und man kann jetzt schon sagen, dass das System, das mit den Netzbetreibern in Österreich installiert wurde, derzeit technologisch europaweit absolut spitze ist. Wir haben aber, und die Erfahrung mussten wir auch machen, im Bereich der User Experience tatsächlich Probleme. Was meine ich damit? Zum einen sind die Hersteller selbst aufgefordert, die Programmierungen der Handys nachzuschärfen. Wir haben bei manchen Herstellern das Problem, dass ältere Handys gar nicht funktionieren. Und wir haben zum Teil auch das Problem, dass man sich als Empfänger einer solchen Warnung in Situationen befindet, wo es einfach unangenehm ist, dass das Handy jetzt laut Alarm schlägt. In solchen Situationen ist die erste Reaktion in aller Regel, dass man den Bestätigungsbutton drückt. Und so wie die Telefone derzeit programmiert sind, hat das zur Folge, dass die gesamte Nachricht weg ist. In vielen Fällen haben aber die User, die Handybesitzer, die Nachricht zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gelesen. Daher kann ich nur die Aufforderung an alle Handybesitzer richten: Bitte, wenn es gerade eine unangenehme Situation ist und der Alarm soll sofort leise gestellt werden, benutzen Sie nicht den Bestätigungsbutton, sondern schalten Sie auf Ihrem Gerät den Ton, die Lautstärke ganz runter, lesen Sie dann die Nachricht und bestätigen Sie erst danach. Hier wird es notwendig sein, dass wir mit den Handyherstellern noch Gespräche führen und sie dazu bewegen, dass sie ihre Programmierungen abändern, dass man mit dem Bestätigungsbutton nicht sozusagen die gesamte Nachricht löscht, sonst ist das ganze System sozusagen unterwandert. Das System hat ja den Vorteil, dass man sehr zielgerichtet, regional, auch lokal warnen, alarmieren kann. Im Fall der Fälle ein lokaler Unglück, soll ein Chemieunfall, um nur ein Beispiel zu nennen, wie kann da die Einsatzorganisation, vielleicht die Feuerwehr, einen lokalen Cell-Broadcast-AT-Alert auslösen? Ja, es ist so, dass grundsätzlich die Behörde dafür zuständig ist. Das wäre bei diesen genannten lokalen Ereignissen sicherlich die Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde müsste mit uns Kontakt aufnehmen, damit die Landeswarnzentrale diesen Alert auslöst. Das ist unter Umständen schwierig und langwierig, und nachdem Gefahr in Verzug ist, kann ich hier nur den Rat geben, dass die lokale Feuerwehr, die Ortsfeuerwehr, wer immer dort vor Ort ist als Einsatzorganisation, sofort direkt mit der Landeswarnzentrale Kontakt aufnimmt. Wir werden dann versuchen, die zuständige Behörde zu erreichen und die Erlaubnis zur Auslösung des Alerts einholen. Sollte das nicht innerhalb kürzester Zeit möglich sein, was ja denkbar ist, weil nicht jeder Bürgermeister immer erreichbar ist, dann würden wir den Alert jedenfalls auslösen aufgrund der Information der Feuerwehr. Dann sage ich lieben herzlichen Dank, und die Feuerwehren bedanken sich für die gute Zusammenarbeit. Ich bedanke mich auch, danke.